Amira Pocher, Lippen aufgespritzt, bezieht Stellung. Ich bin gerade entsetzt, jetzt hast du dir auch die Lippen aufspritzen lassen. Lautet ein Kommentar unter dem neuesten Foto, das Amira Pocher, 30, auf ihrem Instagram-Kanal gepostet hat. Darauf ist die Frau von Oliver Pocher, 45, gemeinsam mit einer Freundin zu sehen. Die beiden sind in einem Pool, posieren für das Selfie. Freundin Bianca trägt eine Sonnenbrille. Amira zeigt ihr Gesicht ganz und gar natürlich. Oder nicht? Die Podcasterin antwortet auf die Frage ihres Followers ganz direkt. Vom Beauty-Doc behandelte Lippen sind längst salonfähig geworden. Ob XL-Schlauchbootlippe oder natürlich geschwungen, gerade im Showbusiness und in der Influencer-Welt gehören Hyaluron und Co. quasi dazu. Für Amira nicht. Sie kontert mit einem leicht sarkastischen Unterton, sorry. Ich muss dich enttäuschen. Ich bin mehr als zufrieden mit meinen Lippen, da muss nichts gemacht werden. Sie wird noch deutlicher. Der Kommentar scheint ihr nicht allzu gut gefallen zu haben. Völliger Quatsch, sowas anhand einer Momentaufnahme zu beurteilen, schreibt die 30-Jährige. Insgesamt ist Amira nämlich mehr als zufrieden mit ihrem Body und ihrem Gesicht, vor allem. Was ihr Körper nach den zwei Schwangerschaften geleistet hat, lässt sie bis heute staunen. Mit Training und gesunder Ernährung sind ihre Schwangerschaftskilos längst wieder runter. So zufrieden Amira mit sich selbst und ihrem Äußeren ist, eine Sache gibt es an ihrem Körper doch, die sie hat verändern lassen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Lippen, mit meiner Nase. Ich mag meine Augenbrauen, das Einzige, was ich machen lassen habe, waren meine Zähne, hatte sie einmal in einem Interview mit Promipool verraten.